Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer neuen Serie. Ja, heute gibt es die erste Episode von Quaresma Skillshow. Warum Quaresma Skillshow? Wer ist Quaresma und warum mache ich diese Serie? Das sind Fragen, ja, die kann ich vollkommen nachvollziehen, aber ich werde euch alles jetzt erklären. Zunächst einmal, Quaresma ist, nachdem er ja lange Zeit ja, abwesend war, beziehungsweise nicht beim FC Porto gespielt hat, nach Intermezzos beispielsweise bei Chelsea oder Besiktas, mittlerweile bei seinem Stammverein wieder angekommen und ist da momentan wieder relativ gut unterwegs, spielt auch wieder für die portugiesische Nationalmannschaft und seine Karte ist endlich mal wieder in FIFA 15 Ultimate Team, beziehungsweise allgemein in FIFA Ultimate Team in diesem Teil halt endlich drin. Die Karte ist richtig nice, ist mein Lieblings-5-Star-Skiller bisher in FIFA 15 und auch einer meiner Lieblingsspieler in Realität und deswegen gibt es eine Serie mit ihm. Warum Quaresma Skillshow? Ein sehr schwieriger Name übrigens, den auszusprechen, aber wir können sie abkürzen mit QSS, das geht einigermaßen gut. Und zwar werde ich in dieser Serie alle 5-Star-Skiller, abgesehen von Pelé, weil der viel zu teuer ist, in ganz FIFA 15 vorstellen. Jede Karte wird einzeln mal gezeigt, beziehungsweise also jeder Spieler wird einzeln mal gezeigt. Natürlich werden nicht die verschiedenen Informversionen noch nacheinander genommen. Es wird von unten nach oben gehen. Das heißt, erst der Schlechteste, am Ende dann der Beste, was in diesem Fall natürlich Cristiano Ronaldo ist. Und so wird das Ganze ablaufen. Es wird immer ein 5-Star-Skiller pro Episode drankommen. Ein Hybrid natürlich gebaut werden mit diesem Spieler. 3 Spiele gemacht werden und am Ende der Episode gibt es ein Pack-Opening und das setzt sich folgendermaßen zusammen. Pro 2-Sterne-Skill-Move, der vor einem Tor ausgeführt wurde, gibt es 500 Coins auf das Konto. Pro einem 3-Sterne-Skill-Move, also wenn ein 3-Sterne-Skill-Move gemacht wird, gibt es 1000 Coins dazu. Wenn ein weiterer 4-Sterne-Skill-Move dazu kommt, 1500 Coins. Wenn ein 5-Star-Skill-Move dazu kommt, dann 2000. Und wenn Quaresma das Tor macht, dann gibt es nochmal 1000 Coins extra dazu. Das heißt, dieser Pot kann sich beliebig erhöhen. Wie das Ganze sich zusammensetzt, werdet ihr in dieser Episode sehen. Ich werde allerdings aus Gründen, die ich da nochmal erklären werde, nicht in jedem Video immer wieder reinschreiben, hier, dafür gibt es 500 jetzt. Jetzt dieser Skill-Move, dafür gibt es 1500. Das werde ich vielleicht mal erwähnen, aber sonst das dazu schreiben, dazu komme ich später. Wir kommen jetzt erstmal zum ersten Team und zum ersten 5-Star-Skiller in der ersten Episode. Und damit kommen wir auch direkt mal zum ersten Team in dieser Serie und zum ersten Team für den ersten 5-Star-Skiller. Heute Silber und Gold gemischt. Ich denke mal, es ist klar, warum, denn wir fangen mit den low-rateden 5-Star-Skillern an und da haben wir halt einen dabei, der Silber ist. Genau, deswegen haben wir hier ein Team zusammengestellt, was wieder mal ein Hybrid ist, ist ganz klar. Ich glaube, es besteht aus vier Ligen, soweit ich mich erinnern kann und ein paar Nationen auf jeden Fall. Auf der rechten Seite natürlich ist es Quaresma mit 5-Star-Skills, 4-Star Weakfoot, mein absoluter Lieblings-5-Star-Skiller. Bisher habe ich ihn leider immer mit einer bestimmten Karte gespielt. Jetzt habe ich ihn nicht verkauft, aber auf den Transfermarkt gestellt, um mir einen neuen zu kaufen, um explizit zu sehen, wie sich genau dieser Quaresma, der nur für unseren Verein gespielt hat, bei uns macht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Fidel Martinez, der Mann aus Ecuador mit 79 Tempo, 75 Dribbling, 61 Passen, 57 Shooting, 2 Sterne Weakfoot und 5-Star-Skills. Hochkriegen, Arbeitsraten ist Linksfuß, 1,76 ist der gute Mann. Groß, hat ja ein Alter von 24 mittlerweile erreicht, das heißt, bei dem wird es auch nicht mehr so viel bergauf gehen. Außer der Durchbruch kommt noch, 1.100 Coins gekostet, also auch nicht besonders teuer. Und wir wollen auch einfach mal schauen, wie er sich in seinen 3 Spielen mit diesem Team geschlagen hat. Das erste Gegnerteam sieht relativ stark aus gegen den French YouTuber hier. BPL Low, Edu Vargas und Kone vorne drin und ansonsten, naja, ist halt Non-Rare Barclays Premier League mit Howard im Tor. Sehr, sehr stark an sich. Und unser Team ist halt, muss man sagen, gleich zu Anfang relativ langsam und das ist ein bisschen nervig, aber davon wollen wir uns nicht aufhalten lassen. Und jetzt erstmal der erste Hinweis für diese Episode und zwar werde ich, eine bestimmte Sache nicht immer machen. Und zwar wollte ich eigentlich jedes Mal, wenn ein Skill-Move kommt, wie ihr es hier gerade seht, ja, so einblenden, wie viele Coins man dafür bekommt. Ich habe es ja am Anfang dieser Episode gesagt, für einen 2-Sterne-Skill 500 Münzen, für einen 3-Sterne-Skill 1000 Münzen, für einen 4-Star-Skill 1500 Münzen und für einen 5-Star-Skill 2000 Münzen. Allerdings, wenn ich das jedes Mal hier einblende, ihr werdet es eventuell gleich bei den nächsten Clips sehen, denn ich habe es dieses Mal bei den Toren gemacht, die gefallen sind. Es ist aber einfach unübersichtlich und nervig, deswegen lasse ich das. Hier haben wir einen 5-Star-Skill, einen 4-Star-Skill, einen 5-Star-Skill, einen 4-Star-Skill und noch einen 4-Star-Skill. Wir gehen in 16er, es gibt einen Elfmeter, natürlich bleiben diese Coins dann auf dem Konto drauf und wir kriegen den Elfmeter mit Quaresma und für Quaresma-Tor gibt es ja nochmal 1000 Coins extra oben drauf, deswegen natürlich die Standards mit Quaresma getreten. Macht er den rein, macht er das erste Tor der Serie, er macht es natürlich in der 38. Spielminute, das heißt 9500 Coins für unser Konto und ab jetzt werde ich das einfach immer sagen, wie viele Coins man für die Tore bekommt. Ihr könnt das dann selber überprüfen, ist auch nochmal ein kleiner Aspekt für euch, wie ihr euch auskennt mit den Skill-Moves, aber das wirklich jedes Mal reinzuschreiben ist, glaubt mir, das ist erstens ein Mega-Aufwand und das war hier ein absolut geiles Eigentor von Raúl Albiol, denn weil er einfach zurück ins Tor passt, keine Reaktion von Rafael, so kann es laufen. Und zum Zweiten ist einfach unübersichtlich und nicht nötig, denke ich mal, weil ich ja einfach sagen werde, was für Skill-Moves es sind und dann könnt ihr euch das selber erschließen, was es dafür gibt. Hier gibt es noch eine rote Karte, dann auf der anderen Seite, vollkommen zu Recht auf jeden Fall für Steven Corker, der da Quaresma von den Beinen holt. Ich glaube, es war auch nur eine gelb-rote Karte, also nicht glattrot.
Wir sehen hier, dass der Schiedsrichter gerade die gelbe Karte weggesteckt hatte. War aber vollkommen zurecht so. Und so kriegen wir nochmal eine Freistoßchance in der 87. Minute. Und das ist natürlich eine Chance für Quaresma. Zwar war vorher kein Skill-Move passiert, muss man dazu sagen. Ja, kein Skill-Move passiert. Allerdings kann der Freistöße. Und für Quaresma, da gibt es 1000 Coins. Aber er macht ihn nicht rein, weil Howard da ist. Und dann kam es extrem bitter in der 90. Minute in der Nachspielzeit. Moses, ja, scheitert hier. Und dann kommt Flamini, haut einfach mal einen perfekten Pass raus. Niemand ist bei Kone. Kone frei vor Raphael. Und es steht 2:1 für den Gegner. Der war eigentlich komplett unterlegen, hatte kaum Chancen und macht hier trotzdem mit den 2 Chancen. Die hat 2 Tore. Naja, und somit den Siegtreffer, was richtig, richtig bitter ist. Aber, naja, so läuft es halt. Die Coins gehen ja trotzdem in den Port rein. Das Main-Ziel ist ja zu skillen und nicht zu gewinnen, auch wenn ein Sieg natürlich immer ganz schön ist. Und schade, wenn man es nicht schafft. Aber wir gehen einfach mal ins zweite Spiel rein. Und auch da haben wir wieder ein Gegnerteam, naja, was nicht unbedingt aussieht wie unseres. Es hat nur 53 Chemie. Es hat einen, ja, Keeper ohne Chemie mit Titon von Elche. Es hat langsame Innenverteidiger mit Sivok und Maurizio. Und auch ansonsten mit Chelep beispielsweise oder Soldado, Amalfitano. Amalfitano, ich weiß es nicht genau. Ist nicht so stark, dachte ich mir. Und naja, mal sehen, wie es dann geworden ist. Scoop-Turn hier von Quaresma macht er gut, geht in die Mitte rein. Nochmal ein Hacke zu Hacke, steht vorm Torwart. Allerdings ist Tyton da und hält diesen Ball. Und auf der anderen Seite kommt die Flanke von Alexander Chleb. Ist ja auch eine ziemliche Legende, ehemals Barcelona. Topal mit dem Schuss. Und dann kommt hier so ein gemurkse Ball raus. Und Kisa kann den Ball reinmachen zum 1:0 nach 37 Minuten. Also ihr merkt schon, so Scheiß-Tore mit diesem Team. Das war irgendwie gut drin, weil dieses Team, es war zwar nicht schlecht an sich, aber es war erstens sehr, sehr langsam im Mittelfeld vor allem. Mit Noboa, der hat keine Forster-Skills. Allgemein war es blöd, dass es nur 2 Five-Star-Skiller gab. Keinen einzigen Forster-Skill, hätte ich mal drüber nachdenken sollen. Aber gut, hier hatten wir gerade eine Ballrolle, jetzt einen Ballroll-Job. Kriegen den Ball nochmal wieder, der Rabona-Fake. Wir gehen in die Mitte, versuchen es mit dem rechten Fuß, aber Fidel Martinez ist Linksfuß und scheitert 2-mal an Tyton, der den Ball trotzdem nicht hätte halten dürfen, weil er halt so wenig Chemie hat. Quaresma setzt sich da mal hier durch gegen Maurizio. Ich habe gesagt, der ist nicht besonders schnell. Kommt jetzt hier gleich mit der Ballrolle und geht irgendwie vorbei. Ich wollte nur das Tor schießen. Ich treffe den Pfosten, aber da ist ja Sanchez. Das ist nicht Tytons Ernst, oder? Der hat keine Chemie. Er hat keine Chemie und er hält trotzdem diesen Ball. Das gibt schon fast gar nicht mehr. Aber dann kommt wieder mal Sanchez mit dem Ball auf Caicedo. Und der, naja, sieht Quaresma. Und der will es mit dem Fallrückzieher machen. Macht es mit dem Kopfball. Von hier aus sind 1000 Coins nochmal. Und, naja, in der 52. Spielminute, beziehungsweise 53. Das 1:1. Das heißt, der Ausgleich. Also ist noch nichts verloren gegen dieses Team. Weil wir spielen auch gegen No Chemistry. Es hat allerdings sehr geleckt. Und deswegen ist No Chemistry nicht immer so geil. Hier mal kurz ein Ballrollflick. Ein, ja, Berbers bin, aber hat alles nichts gebracht im Endeffekt. Also, No Chemistry Teams sind immer relativ schwer zu bespielen, weil die Gegner, vor allem wenn es leckt, naja, ist das Ganze relativ scheiße. Hier mal war ein Scoop-Turn, Berbers bin und dann steht es 2:1 in der 86. Minute. Tor noch von Quaresma, das heißt 4000 Coins auf unser Konto oben drauf. Bringt uns das was? Naja, nicht wirklich, weil hier kommt Topal mit dem Pass auf Kisa und der legt quer auf Amalfitano, heißt er. Genau, Amalfitano, nicht Amalfitino. Der macht das Tor, er steht 2:2, 90. Minute und ihr seht hier, wie es geleckt hat, ja, es war wirklich ekelhaft. Verlängerung haben wir dann in der 110. Minute mal eine Chance über Noboa, aber es hat halt geleckt und bei Lex kann, zumindest ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wenn ihr Skiller seid, schreibt es mal rein, ich kann aber nicht skillen, Martinez ist zudem kein Rechtsfuß und das sieht man hier auch ganz eindeutig und eine Chance gab es dann noch und zwar, ja, per Elfmeterschießen, allerdings, ja, wie gesagt, es hat geleckt, ne, und das wird man auch jetzt hier merken, ich habe das Ganze mal beschleunigt. Zumindest bei mir, ich habe keinen Elfmeter hier richtig hingekriegt, das war ekelhaft und dementsprechend werde ich dieses Spiel auch im Endeffekt verlieren, einfach weil Quaresma hier, das war der einzige, den ich ansatzweise irgendwie getroffen habe im grünen Bereich und den habe ich auch noch verschossen und naja, der Gegner hat das irgendwie, ist besser damit klargekommen, vielleicht hatte der dauerhaft so eine scheiß Connection, ich habe sogar mit Sanchez hier getroffen, oh okay, alles klar, egal, trotzdem, es war so laggy, dass ich es halt nicht geschafft habe, ja, die Bälle teilweise reinzumachen, hier beispielsweise mit Noboa, genau, ich treffe einfach im Nirgendwo, ich mache den Ball zwar rein, wie auch immer ich das gemacht habe, aber trotzdem war das nervig. Und im Endeffekt verlieren wir dann das Spiel im Elfmeterschießen mit 2:3. Bitter, 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 aber wir haben ja noch eine Chance, das letzte Spiel zu gewinnen gegen Astos Dingos. Ist ein Silberteam mit Thibaut Courtois ohne Chemie im Tor, mit No Chemistry Tor, dann haben wir ja gerade schlechte Erfahrungen gemacht. Hat schnelle Innenverteidiger mit Perea und ich weiß nicht, wie der heißt, auch den Namen. Peña im Mittelfeld, Arroyo als linker Mittelfeldspieler, als Zehner, aber mit 5-Star-Skills, Quintero, Arizala, Villalba mit 1,52 Meter Körpergröße. Aber das muss ja nichts heißen, das sieht man ja auch gleich mal. Er ist winzig klein, aber er ist halt schnell. Spielt den Pass auf Arizala und, naja, Raphael mit seiner ersten gute Parade in dieser Episode, ganz schön gemacht. Und dann, ja, versuchen wir es mal wieder ein bisschen, naja, Tore schießen halt nach vorne. Der Ball kommt auf Felipe Caicedo und der macht hier einen 2-Sterne-Game-Move, irgendwie, keine Ahnung. Step-Over und
was weiß ich. Spielt ihr mal rüber. Fidel Martinez ist da. Und ja, macht das Tor. 500 Coins gibt es dafür. Aber erstmal ist wichtig, dass wir das Tor gemacht haben. Ja, weil dieses Spiel wollte ich nicht wieder verlieren. Deswegen macht hier unser Five Star Skiller dieser Episode die Bude. Rein Perea ärgert sich da ein bisschen vollkommen zurecht. Und dann geht's weiter mit Quaresma. Der versucht es hier mal mit einem Fake Shot. Macht dann wunderbar als nächstes nochmal Übersteiger. Jetzt kommt hier der Berber Spin. Geht weiter in die Mitte. Versucht er irgendwie durchzukommen. Irgendwie die Lücke zu finden. Aber es hat wieder ein bisschen geleckt. Dann kommt die Lupferflanke. Ich will den Scorpion Kick machen. Aber Fidel Martinez versucht mit dem Kopfball. Und der geht leider Gottes am Tor vorbei. Wäre ganz schön gewesen, aber dann kommt der angesprochene Vidal mit seinen 1,52 und niemand kann ihn aufhalten. Schöner Schuss und das 1:1 ist gefallen nach 33 Spielminuten. Naja, hat er ganz schön gemacht, muss man ganz ehrlich zugeben, aber wir haben noch nicht aufgegeben, denn Caicedo kommt hier mit einem Roulette, mit einem Dragback, der Ball auf Sergi Sanchez und der ja, macht den Ball rein zum 2:1 in der 36. Minute. Nur ein paar Minuten später 1500 Coins für dieses Tor nach dem 2-Sterne- und 3-Sterne-Skill-Move. Also wieder ein bisschen was dazu fürs finale Pack-Opening. Und das ist doch schon mal ganz schön. Allerdings, naja, auch wenn Courtois hier nicht gut aussah, sah der im Rest des Spiels relativ gut aus. Und unsere Verteidigung absolut nicht. Vidalva, Finesse-Schuss, wird gehalten und dann kommt wieder sowas hier. Naja. Gibt dann halt auch Elfmeter, warum auch immer. Habe ich nicht wirklich verstanden, aber wenn man so scheiße verteidigt, beziehungsweise wenn die Spieler so einen Scheiß machen, dann muss man sich auch über gar nichts mehr wundern. Victor Sanchez heißt ja nicht Sergio Sanchez. Begeht ihr das Foul? Das war der von Barca, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Naja, egal. Begeht ihr das Foul? Und dementsprechend gibt es den nächsten Elfmeter durch Keiko. Das ist einfach wie Leiva, halt nur der Name auf dem Trikot ist anders. Richtige Ecke, ja, von Raphael, aber der Ball ist trotzdem drin zum 2:45 Minute. Und jetzt müssen wir langsam mal nach vorne kommen, weil wir wollen hier ja das Spiel gewinnen, habe ich ja angesprochen. Ja, und dann kam die große Show von Quaresma. Macht hier den Fake-Shot, macht noch einen Fake-Shot, versucht es dann mit den Quick-Ball-Rolls, geht weiter mit einem McGee-Spin, verliert kurz den Ball, kriegt ihn aber wieder, hält an, macht einen Scoop-Turn, macht jetzt hier als nächstes gleich noch ein Roulette, geht wunderbar vorbei. Jetzt kommt hier nochmal ein Dragback. Ja, beziehungsweise nein, kein Dragback. Ball-Roll-Flick und Scoop-Turn und Tor, ja, nach dem Job. Alter Schwede, guck mal, ich kann die ganze Game-Movie mal aufsagen. Wie soll ich das mal editieren? Alter Schwede, es war auf jeden Fall am Ende noch eine Ballrolle, ein Dragback und dann kommt hier ein Ballrollflick und ein Scoop-Turn und ein Chop. Und das war relativ schön gemacht, da bin ich relativ stolz auf mich, weil solche Skill-Tore mache ich normalerweise nicht. Eine Chance gab es dann noch über Fidel Martinez, macht hier einen Rabona-Faken, Waka Waka, versucht mit der Rabona-Flanke, aber die wird abgewehrt. Und das war die letzte Szene der Partie. Es bleibt also beim 3:2, das heißt ein Sieg und dann für Sätze dort 14.500 Coins gegeben, das heißt insgesamt knapp 31.000 Coins, das heißt ja 4 Packs, denn wir runden natürlich erst ab 2.500 wieder auf. Auf 35.000 und dann machen wir natürlich noch ein normales Goldpack auf. Aber so bleibt es hier erstmal bei 4 Premium-Gold-Sets. Ja, Downing, Fuego und Insua waren im ersten Pack drin. Das heißt, nicht besonders erfolgreich, aber 3 verbleiben ja noch. Und wir hoffen natürlich in dieser Serie im Idealfall einen 5-Star-Skiller zu ziehen, damit wir den später irgendwann mal einbauen können. Oder ein Inform oder eine Legende. Mir wäre es ehrlich gesagt egal. Hauptsache irgendwas. Ja, Gutes. Griezmann auf dem zweiten Cover drauf. Mal sehen, was wir da so drin haben. Nichts Gutes natürlich, aber immerhin Diego Alves. Und das ist ganz nice, denn, naja, der ist Brasilianer. Und das ist immer gut, weil Brasilianer Torhüter sind ganz nice. Mayrelish und Shishkin kommt dann noch dazu. Und naja, das war es dann auch schon wieder von diesem Set. War auch nichts Berauschendes, aber naja, 2 haben wir ja noch. Tim Howard auf dem Cover von diesem. Und Tim Howard hat uns gerade im ersten Spiel, naja, ein bisschen Probleme bereitet. Vielleicht bringt er uns jetzt Glück. Nein, natürlich nicht. Er bringt uns Keylor Navas, einer meiner Lieblingskeeper bisher dieses Jahr. Dazu noch Schirkov und Parolo. Aber wieder nichts irgendwie Wertvolles. Schade, schade, schade. Eine letzte Chance verbleibt noch hier, was Vernünftiges zu ziehen. Das San Marino Auswärtstrikot nehmen wir noch mit. Also es ist nicht San Marino die Nation, sondern der Verein, das glaube ich so. Egal, Alaba drauf, Alaba drin, wäre ganz nice. Wir schauen mal nach. Und es wird natürlich nichts Gutes. Es wird nämlich Thauvin, ist eigentlich ein sehr nicer Spieler, aber bringt halt im Endeffekt auch nichts. Ich hoffe, diese erste Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt in die Kommentare, wie euch die Serie gefällt. Haut rein und ciao.